Jetzt sind wir sowas von am Arsch. Nein, Spaß beiseite, Leute. Es gibt jetzt ein Update zum Palantir-Video. Unter meinem letzten Video hat ja jemand kommentiert und gefragt, ob ich jetzt dazu ein Update machen kann zu der Aktie. Sogar tatsächlich pünktlich zu den Earnings. Ich habe mir auch die Präsentation da einmal angeschaut. Fand ich persönlich jetzt nicht so gut. Werde ich auch thematisieren in dem Video, was ich nicht so positiv fand an der ganzen Geschichte. Generell, wenn ihr jetzt auf das Video geklickt habt, weil ihr gesehen habt, wie Palantir wirklich in den Keller abgestürzt ist und ihr habt jetzt alle auf einmal Panik und möchtet irgendwie wissen, ja, warum sollte man jetzt doch unbedingt in Palantir bleiben und warum ist alles irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen positiv? Ganz ehrlich, dann seid ihr hier definitiv an der falschen Adresse. Ich werde euch brutal und ehrlich meine eigene Meinung mitteilen zu der Aktie. Ich selber bin auch investiert, werden wir auch gleich nochmal ganz kurz darauf eingehen. Aber wir schauen uns einfach wirklich mal die kritischen Punkte an, was da jetzt nicht so gut gelaufen ist, warum vielleicht die Aktie auch abgestürzt ist, damit ihr das Ganze verstehen könnt. Und ich werde natürlich auch verraten, wie ich später vorgehen werde, was mein Plan, meine Gedanken zu der ganzen Geschichte sind. Falls du jetzt übrigens irgendwie darauf wartest, dass ich den Finanzkurs oder Tradingkurs oder was auch immer hier anbiete, dann bist du hier auch definitiv falsch. Ich mache das Ganze wirklich als Hobby, also wirklich auf kostenfreier Basis. Wenn du Bock hast, mich irgendwie weiter zu verfolgen, mein Depot zu sehen, zu gucken, was ich investiere, was ich von dem Markt halte, von den einzelnen Aktien, mach das gerne. Kannst du komplett kostenlos machen. Einfach den Kanal abonnieren mit Glocke und mich unterstützen kannst du auch kostenlos. Einfach einen Daumen nach oben da lassen. So, dann vergeuden wir keine Zeit und starten auch schon direkt mit dem Video und schauen uns als erstes ganz kurz den Chart an. Also wenn wir uns Palantir hier anschauen im Chart, also bei der Chartanalyse, dann sehen wir, wie krass das Ganze aussieht. Wir sind wirklich in den Keller abgestürzt. Also wenn ich jetzt einmal das Top aussuche und dann halt ganz unten gehe, dann sehen wir, dass wir bei ungefähr -83% sind, was natürlich schon wirklich sehr, sehr krass ist. Da kommt auch meine goldene Regel zustande, die ich euch ganz oft in sehr, sehr vielen Videos auch erklärt habe, dass man niemals sein ganzes Pulver hier oben verschießt, sondern man halt eben tranchenweise einsteigt in Unternehmen, an die man wirklich sehr, sehr stark glaubt. Das heißt, man geht davon aus, dass das fundamental sehr, sehr gut ist und die Vision halt stark ist und das Ganze wird sich auch langfristig dann eben positiv entwickeln. Dementsprechend sind diese kurzfristigen Kursverläufe, die jetzt hier ja sehr, sehr stark aussehen, gar nicht so dramatisch, wenn es halt eben fundamental ganz gut aussieht und das Ganze sich positiv entwickelt. Das heißt, man würde dann eben tranchenweise einsteigen, man würde hier mal was kaufen. Also normalerweise, ich kaufe nie, wenn wir hier in so einem Top sind, sondern ich würde eher hier kaufen, ne? Also bei den ganzen Dips. Aber man könnte halt eben auch hier im Top kaufen und dann halt hier im Bottom, dass man halt ungefähr einen günstigeren Durchschnittskurs bekommt. Hängt aber natürlich immer davon ab, wie viele Aktien man im Portfolio haben kann oder haben möchte. Das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Wir sehen aber auch hier, dass genau wie ich das schon mal in vielen Videos angesprochen habe, dass wir hier bei sehr, sehr vielen Tech-Aktien diesen Absturz haben. Und das hatte ich auch schon angesprochen, dass wir so eine ähnliche Dotcom-Blase haben, also wie wir es 2000 erlebt haben. Eher Dotcom 2.0 hätte ich jetzt mal gesagt. Und da hatte ich auch schon in Videos erwähnt, dass ich nicht davon ausgehe, dass der Crash wie in der Pandemie passieren wird, dass es jetzt von heute auf morgen einfach, ich sag mal, innerhalb von ein paar Wochen dann eben nach unten geht und die meisten Retail-Investoren wissen auch, wie sie jetzt vorgehen können, sondern dass das Ganze halt eben schleichend passieren wird. Das heißt, Step für Step wird das Ganze dann eben nach unten gehen und die Retail-Investoren werden dann halt eben über diesen Weg enteignet. Wir sehen auch tatsächlich, dass wir hier bei Palantir schon extrem tief sind. Wir sind sogar unter dem IPO-Tief. Das ist schon wirklich sehr, sehr krass. Also unter dem IPO-Preis sind wir hier gefallen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch ich habe sehr, sehr viel Chartanalyse betrieben und die Chartanalyse aufgrund des Makromarktes derzeit hat einfach gar nicht geholfen. Das hat gar keinen Sinn gemacht, weil ihr seht, zwischendurch, klar, hätte man hier auch ein bisschen traden können, weil das so gebounced ist. Aber die Richtung bei den meisten Tech-Aktien ist halt einfach definitiv nach unten. Mein Portfolio wurde auch nicht verschont. Viele von euch haben vielleicht mein Depot-Video gesehen vor 2-3 Wochen. Da habe ich ja mein gesamtes Depot mal gezeigt. Bin definitiv noch sehr, sehr stark im Plus. Aber wenn wir uns das Ganze hier mal bei Trade Republic anschauen und dann klicke ich hier einmal Palantir auf, dann sehen wir, dass ich auch tatsächlich bei 62% im Minus bin ungefähr. Also mein Durchschnittskaufkurs ist ungefähr bei 18 Euro. Und da muss man halt eben sagen, ich bin jetzt auch noch sehr, sehr stark im Minus. Ich habe einfach, ich sage mal in Anführungsstrichen, das Glück, dass mein Hauptanteil vom Geld in Tesla investiert ist und noch in ein paar Kryptowährungen. Das heißt, das ist für mich ein sehr, sehr kleiner Betrag von meinem Gesamtportfolio. Dementsprechend mache ich mir da noch keine Sorgen. Was natürlich interessant wird für euch zu wissen ist, wie werde ich jetzt weiter vorgehen. Wir schauen uns aber erstmal ein paar fundamentale Daten von Palantir an. So, dann machen wir das Ganze jetzt mal Step by Step. Also als allererstes sieht es natürlich, wenn man jetzt sich die Präsentation von Palantir aufmacht und anschaut und auch natürlich die Präsentation anschaut bei YouTube, sieht das Ganze extrem positiv aus. Ne? Man sieht hier den Gesamtumsatz, dass der um 31% gewachsen ist.
dann halt auch Government Revenue um 16%, US Commercial Revenue um 136%, die Customer sind um 86% gewachsen und so weiter und so fort. Ne? Auch in der Präsentation, das ist eigentlich so mein Kritikpunkt an der ganzen Sache, werden halt die negativen Punkte irgendwie nicht so transparent dargestellt, sondern es wird alles sehr positiv dargestellt. Wir sind die Besten und bla bla bla. Ne? Das heißt, für den normalen Retail-Investor teilweise ist das gar nicht so verständlich, was da im Hintergrund passiert. Das ist so mein Kritikpunkt an der ganzen Geschichte. Und hier kommen wir auch schon zu den ersten negativen Punkten. Der erste negative Punkt ist schon einmal hier das Wachstum im Umsatz. Also das jährliche Wachstum ist vorgegeben mit 30% oder mehr, dass man halt plant, bis 2025 ein sehr, sehr starkes Wachstum zu fahren. Und wenn wir uns einmal angucken, für Q2 2022 ist geplant, dass man ungefähr 470 Millionen US-Dollar Umsatz generieren wird. Und das finde ich tatsächlich schon, das ist so der erste Punkt, wo ich ein bisschen kritisch da das Ganze hinterfrage, wenn ich mir einmal halt in der letzten Präsentation einmal anschaue, wie dort der Umsatz gewesen ist, dann sehen wir, dass wir hier bei 375 Millionen Umsatz gewesen sind. Wenn ich dann hier einmal mir so einen Taschenrechner einmal aufmache und das Ganze einmal durchrechne, also 375 mal 30%, dann sehe ich, dass wir hier eigentlich bei ungefähr 487, 490 Millionen US-Dollar Umsatz liegen müssten, damit wir hier bei diesen 30%, also zumindest von Palantir angegebenen 30%, dann eben im Umsatzwachstum liegen. Das heißt, wir sind hier tatsächlich mit den 470 Millionen eigentlich viel zu niedrig. Das sind ungefähr 25% Umsatzwachstum. Und das, was mir jetzt an dieser Stelle tatsächlich fehlt, ist halt eben die Erklärung, okay, wie will man denn das Ganze in den nächsten Quartalen wieder ausgleichen? Wo plant dann Palantir das Ganze dann halt eben auszugleichen? Wo ist die Lösung für dieses Problem? Das fehlt mir tatsächlich so ein bisschen. Das andere Thema, was mir auch aufgefallen ist, sind die Slides in der Präsentation. Ich muss ganz ehrlich sagen, da wurden ganz viele Slides irgendwie auch geändert oder es fehlt einiges an Slides. Das finde ich so ein bisschen unglücklich. Und zwar, wenn wir uns hier das Ganze einmal angucken, und zwar die Gap Operation Margin, dass die sich halt eben im Grunde genommen erhöht, was dann natürlich sehr, sehr positiv aussieht auf den ersten Blick, ne, wenn man sich das Ganze anschaut. Dann denkt man sich, ah, okay, krass, bald ist das ja im positiven Bereich. Ne? Wir sind hier jetzt bei 39 gewesen und jetzt sind wir schon bei minus 9%. Das heißt, bald sind wir hier tatsächlich im positiven Bereich. Wenn ich mir aber die letzte Präsentation anschaue aus dem Jahr 2021, dann fällt mir hier auf, dass wir einmal natürlich diesen Chart haben, ne, mit der Gap Operating Margin. Wir haben aber auch noch die Adjusted Operation Margin, die auch sehr, sehr schön aussieht hier im Jahr 2021. Ne? Das heißt, wir sind hier sehr konstant geblieben bei ungefähr 30%, was auch sehr, sehr toll ist und wovon natürlich sehr, sehr viele Investoren auch ausgegangen sind, dass das Ganze dann eben auch so bleiben wird, dass wir hier ungefähr bei 30% dann eben bleiben. Jetzt frage ich mich natürlich, okay, warum ist dieses Slide dann nicht genauso im Jahr 2022 in der Präsentation dann eben drin? Und die Erklärung findet man natürlich auch. Denn wenn man hier einmal einfach reinschaut, was denn überhaupt Palantir selber erwartet, dann sehen wir, wir expect adjusted operating margin auf 20%, was natürlich sehr, sehr krass ist. Ne? Also die erwarten auch für das gesamte Jahr 2022 eine Adjusted Operation Margin von 27%, also auch nicht so hoch, also eher Tendenz halt eben niedriger, aber diese 20%, das ist natürlich schon sehr, sehr krass, wenn man dann davon ausgehen kann, dass natürlich viel mehr Umsatz generiert werden muss, damit halt eben das Betriebsergebnis dann, trotzdem wachsen kann. Wenn die Marge jetzt hier nach unten fällt, dann ist das definitiv ein negatives Zeichen, weil dann halt eben, wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass die Marge halt eben nach unten geht auf diese 20%, was die angesprochen haben, und parallel dazu bleibt der Umsatz einfach genauso, dann wird natürlich das Betriebsergebnis niedriger ausfallen und das ist definitiv nicht so positiv. Normalerweise würde man eigentlich hoffen, dass natürlich diese Marge dann ungefähr bei diesen 30% dann eben bleibt, während die hier, die Gap-Marge, dann halt eben nach oben geht in den positiven Bereich, so wie wir das hier jetzt quasi sehen, wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen bei diesen 9%, dass das Ganze halt in den positiven Bereich dann eben wandert, während die andere dann eben konstant bei diesen 30% bleibt. Das ist auch zum Beispiel etwas, was mir aufgefallen ist, was ich nicht so positiv fand. Generell, wenn euch irgendwas auffällt, was mir jetzt nicht aufgefallen ist, was ich jetzt vergessen habe, weil ich mache das Video relativ spontan, dann schreibt mir natürlich gerne unten in die Kommentare. Die letzten negativen Punkte, die mir jetzt noch eingefallen sind oder die mir aufgefallen sind, ist einmal hier der freie Cashflow. Das habe ich auch in den letzten Videos mal angesprochen. 2021 sah das Ganze natürlich noch sehr, sehr geil aus. 2022 sehen wir, dass das wirklich sehr drastisch nach unten gefallen ist. Aber das ist definitiv ein Punkt, den sich natürlich
natürlich sehr viele Investoren anschauen, einmal den freien Cashflow und was zusätzlich natürlich noch dazu kommt, was vielleicht der eine oder andere auch so noch auf dem Schirm hat, ist noch das Wachstum im kommerziellen Bereich, also das Umsatzwachstum, und das sieht natürlich auf den ersten Blick sehr positiv aus, wenn wir uns angucken, dass das Ganze wächst, dann ist das natürlich geil. Man muss aber auch dazu sagen, dass natürlich viel Umsatz bei Palantir noch generiert wird vom Staat und Militär, und wenn wir uns das Ganze hier einmal anschauen, wie da das Umsatzwachstum aussieht, dann sehen wir, dass das Ganze halt wirklich sehr rapide nach unten fällt, und das ist auch so ein Problem, was wir jetzt gerade haben. Palantir befindet sich in dieser Transition, wo die halt eben versuchen, vom staatlichen Verträgen her in den kommerziellen Bereich dann eben zu wechseln. Das machen die jetzt auch noch nicht so lange, sondern wirklich einfach nur seit ein paar Jahren. Und da muss man halt einfach sagen, dass jetzt gerade ist es halt eben so, dass der Umsatz oder das Umsatzwachstum vom Staat her dann eben nach unten fällt, und zwar viel schneller nach unten fällt, als das halt eben Palantir das Umsatzwachstum im kommerziellen Bereich dann eben skalieren kann. Und das ist natürlich definitiv negativ für den Aktienkurs, weil viele Investoren sich das halt eben auch anschauen. Die Frage, die man sich jetzt natürlich stellt, ist, vor allem wenn man jetzt in Palantir investiert ist oder vielleicht überlegt, in Palantir zu investieren, ja, was sollte man jetzt tun? Also wie soll man jetzt hier vorgehen? Weil anscheinend waren ja die Earnings nicht so gut. Ich muss dazu sagen, das Ganze ist natürlich einfach jetzt sehr, sehr kritisch betrachtet worden. Da gibt es auch sehr viele positive Aspekte, ne? Das muss man einfach auch dazu sagen. Das dürft ihr bitte nicht vergessen, weil Wachstum ist ja trotzdem noch vorhanden, und wenn man sich jetzt den Aktienkurs anschaut, dann ist es definitiv auch ein guter Zeitpunkt, um halt eben nach und nach dann eben so eine Position aufzumachen bei Palantir, falls man halt eben an diese Vision glaubt und auch an, ja, ich sag mal daran, dass halt eben die anderen Quartale, die nächsten Quartale von Palantir auch wieder deutlich besser sein werden. Das muss man einfach dazu sagen. Aber wie werde ich jetzt vorgehen, beziehungsweise wie sehe ich das ganze Thema? Und ich muss ganz klar sagen, ich werde Palantir jetzt erstmal einfach so lassen. Ich habe jetzt kein überschüssiges Geld, was ich in Palantir investieren kann. Ich werde aber auch definitiv meine Palantir, ja, Position halt eben nicht auflösen. Es ist zum ersten ein sehr kleiner Anteil von meinem Portfolio in Palantir, und zweitens glaube ich auch sehr, sehr stark daran, dass die sich halt eben fangen können, beziehungsweise dass auch dieser kommerzielle Bereich in den nächsten Jahren sehr, sehr stark wachsen wird. Das ist zumindest das, was ich denke. Und wenn wir uns jetzt einfach mal einen Vergleich ziehen, wie war das denn im Jahr 2000 oder wie laufen solche Crashes ab? Wie funktioniert das mit den Tech-Aktien? Kann man da einfach schnell Geld machen, wie wir es 2020 gesehen haben? Nein, kann man nicht, sondern man müsste als Investor wirklich einfach nur die Geduld haben, in gute Unternehmen zu investieren und dann halt eben Quartal für Quartal das Ganze zu verfolgen. Es ist auch übrigens nicht so, dass jedes Unternehmen, in das man investiert, jedes Quartal rasiert und super gut ist. Tesla hatte auch zum Beispiel schlechte Quartale 2016, 2017 rum, meine ich. Und trotzdem haben sehr viele Leute daran geglaubt, haben da rein investiert und haben natürlich enorm viel Geld verdient. Und wir schauen uns jetzt hier einfach mal ein paar andere Beispiele an. Zum Beispiel hier einmal Amazon, damit ihr einfach mal seht, okay, wie müsste man wirklich am Aktienmarkt in einzelne Titel investieren, was müsste man da durchmachen, damit man halt wirklich am Ende des Tages sehr, sehr viel oder gutes Geld verdienen kann. Und ich habe jetzt einmal Amazon aufgemacht, und bei Amazon war das so, dass wir hier sehr viel Volatilität gesehen haben um 1999, 2000 rum, als quasi die Dotcom-Bubble dann eben geplatzt ist, ne, wie viele das gesagt haben. Da waren wir hier einmal im Peak, haben dann ungefähr 62% verloren. Danach hätte man natürlich hier, wenn man das als getimed hätte, investieren können, dann hätte man 170% gemacht. Aber im Grunde genommen ist es tatsächlich so, dass das sehr ähnlich ist zu den jetzigen Tech-Aktien, und ihr könnt das auf die ganzen alten Tech-Aktien genauso beziehen. Ne? Ihr könnt euch auch Microsoft anschauen und so weiter und so fort. Das sieht bei allen sehr, sehr identisch aus. Das Einzige, was sich verändert, sind die Prozentzahlen. Bei den einen ist es nur um 60% gefallen, bei Amazon ist es jetzt um 95% gefallen. Das ist eigentlich so der einzige Unterschied, den man sieht. Aber wir sehen, dass wir hier quasi seit Ende 99, sagen wir von 2000 an, bis September 2001, also wirklich anderthalb Jahre, fast zwei Jahre, dann eben einen Crash hatten bei Amazon. Wie ihr seht, ähnlich wie wir es jetzt gerade erleben in den Tech-Aktien, es ist nicht von heute auf morgen passiert, sondern sehr, sehr schleichend, dass die meisten Retail-Investoren gar keine Chance hatten, sondern halt immer wieder gesehen haben, wie volatil das Ganze ist. Das heißt, wenn man jetzt hier oben investiert hat, man hat nicht drüber nachgedacht, sondern man ist wirklich all in gegangen, ohne dann, ja, ich sag mal, meine Strategie zu nehmen oder die von sehr, sehr vielen Investoren, tranchenweise das Ganze zu platzieren, dann hat man halt immer wieder gesehen, dass es hier nach unten geht, dann so ein Spike, wo man wieder so ein bisschen Hoffnung hat und glaubt, ja, jetzt kann ich aber wieder ins Plus gehen. Nein, dann geht es wieder nach unten, Spike und so weiter und so fort, bis natürlich die meisten Leute irgendwann hier kapitulieren.
Das ist tatsächlich auch so, laut Statistiken verkaufen das und dann irgendwann sieht man, dass das Ganze halt eben nach oben geht. Was hier wichtig ist, also die Lektion, die man hier mitnehmen sollte, ist halt eben, wenn man hier komplett sein ganzes Geld investiert hat im Top, dann hat das tatsächlich von 2000 bis 2009 gedauert, bis man im Plus gewesen ist. Also das heißt, man hat wirklich 10 Jahre oder 9 Jahre halt eben warten müssen. Man hätte aber natürlich, wie ich es gesagt habe, nicht das ganze Pulver hier verschießen müssen, sondern vielleicht einen Sparplan erstellen oder halt wirklich tranchenweise das Ganze investieren auf dem Weg nach unten. Wenn man halt an die Vision von zum Beispiel in dem Fall Amazon geglaubt hat, dann hat man hier über die Jahre investiert und hätte natürlich dann halt schon viel früher im Plus sein können. Zusätzlich ist es natürlich langfristig gesehen, wenn man dann halt wirklich 20 Jahre durchhält, dann sehen wir, selbst wenn man jetzt hier im absoluten Top gekauft hätte und abgewartet hätte, dann hätte man ungefähr 3000% gemacht. Und das ist das, was man halt eben verstehen muss. Man muss durchhalten, man muss in gute Unternehmen investieren, die halt eben wirklich eine starke Vision haben, die nicht jedes Quartal natürlich extrem krass performen, aber halt schon überwiegend dann auch ein vernünftiges Wachstum dann eben haben und das Ganze dann aber auch nicht wirklich auf ein Jahr gesehen, wie wir es gesehen haben während der Pandemie, ne, dass man von heute auf morgen reich wird, sondern man muss wirklich Geduld haben, ich sag mal, man muss Cojones haben, das Ganze durchzuziehen und zwar dann über 10, 20 Jahre. Das ist zumindest mein Ansatz an die ganze Geschichte. So plane ich vorzugehen und ihr könnt gerne mal eure Strategie unten in den Kommentar reinschreiben. Also wenn du jetzt wirklich das ganze Video angeschaut hast, dann kannst du auch gerne den Kanal abonnieren, komplett kostenfrei, mit Glocke. Dann wirst du auch kein weiteres Video von mir verpassen und mich unterstützen kannst du auch gerne mit einem Daumen nach oben. Vielen Dank für deine Zeit und wir sehen uns im nächsten Video.